Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Über einen entsprechenden Regierungsbeschluss wurde in der Fernsehsendung Aktuelle Kamera informiert. Visa zur ständigen Ausreise, so heißt es, würden unverzüglich erteilt, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssten. Auch Privatreisen ins Ausland könnten ohne Vorliegen von Reiseanlässen beantragt werden. Auch hierfür würden die Genehmigungen kurzfristig erteilt. Die abendliche Pressekonferenz von Politbüromitglied Günter Schabowski plätscherte über eine Stunde so dahin, dann ganz am Ende plötzlich das Thema Flüchtlingswelle und diese Mitteilung. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, doch, ständig ausreden können wir über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Also auch die Mauer soll über Nacht durchlässig werden. Vor dem Gebäude des Zentralkomitees herrschte heute eher gespannte Ruhe. Hinter verschlossenen Türen beriet das ZK über Auswege aus der Krise, aber auch darüber, wie angesichts des immer lauter werdenden Rufes in der Bevölkerung nach freien Wahlen das Machtmonopol der SED zu retten sei. Eine Stunde hatte sich heute Egon Krenz von der ZK-Sitzung entfernt, um mit Ministerpräsident Johannes Rau zusammenzutreffen. Die Hauptthemen auch dieses Gespräches: die Flüchtlingswelle, das Reisegesetz und freie Wahlen in der DDR. Die Antwort von Egon Krenz war eher verblüffend. Eine große. Na, ich habe darüber gestern vor dem Zentralkomitee gesprochen und habe vorgeschlagen, ein neues Wahlgesetz auszuarbeiten. Und in diesem Sinne werden wir verfahren. Alles braucht seine Zeit, alles braucht seine Vorbereitung. Überhaupt ist die Frage, können Sie sich das vorstellen? Vielleicht gar nicht so exakt gewählt. Denn ich gehe davon aus, dass wir auch bisher keine unfreien Wahlen hatten. Ausstellung. Auf einer anschließenden Pressekonferenz gab Johannes Rau zu verstehen, dass seine Vorstellungen von freien Wahlen und die von Egon Krenz doch noch sehr, sehr weit auseinanderliegen. Die SED-Führung will zur Lösung der Krise in der DDR die Parteibasis mobilisieren. Das Zentralkomitee berief heute erstmals seit 1956 wieder eine Parteikonferenz ein, und zwar für Mitte Dezember. Aufgabe sei es unter anderem, Veränderungen im Zentralkomitee zu beschließen. Die Volkskammer ist für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen worden. Inzwischen gibt es an der SED-Basis immer mehr Widerstand gegen einzelne Spitzenfunktionäre. Der Cottbuser Bezirkschef Walde stellte sein Amt heute zur Verfügung. Er war erst gestern zum Kandidaten des Politbüros wiedergewählt worden. Gegen Walde hatte es nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN heftige Proteste gegeben. Politbüromitglied Böhme trat während einer Sitzung der SED-Bezirksleitung Halle als dortiger Parteichef zurück. Der Zustrom von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik hält unvermindert an. Innerhalb von 24 Stunden kamen wieder mehr als 11.000 Übersiedler im eigenen Auto, zu Fuß oder mit der Bahn über die Grenzübergänge zwischen der CSSR und Bayern. Stündlich wurden es rund 250 mehr. Seit Öffnung der tschechoslowakischen Grenze am vergangenen Wochenende sind bereits mehr als 50.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik gekommen. Die Unterbringung der Übersiedler wird immer schwieriger. Die meisten der 140 Notaufnahmelager, 77 davon in Bayern, sind inzwischen voll belegt. Angesichts der vielen Übersiedler hat Bundesinnenminister Schäuble die Bürger der DDR auf den akuten Wohnungsmangel in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht. Nach einer Kabinettssitzung sagte Schäuble heute im Bundestag, jeder Übersiedler müsse damit rechnen, dass er auf längere Zeit wahrscheinlich schlechter wohnen werde, als er es in der DDR gewohnt gewesen sei. Wer sich mit dem Gedanken trage, in die Bundesrepublik zu kommen, sollte dies vor seiner Entscheidung bedenken. Bundeskanzler Kohl hält sich seit heute Nachmittag in Warschau auf. Mit seinem sechstägigen offiziellen Besuch will er 50 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen ein Zeichen der Versöhnung setzen.
Zugleich will die Bundesregierung den polnischen Reformkurs auch finanziell unterstützen. Für die nächsten 3 Jahre stellt Bonn dem osteuropäischen Land 3 Milliarden Mark an Hermes-Bürgschaften zur Verfügung. Zugleich braucht Warschau den größten Teil des alten Milliardenkredits nicht zurückzuzahlen.